Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und hallo zusammen. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist es Freitag, genau. Und ich muss jetzt auf die Bank schauen, ob Geld gekommen ist. Jedoch bin ich gar nicht sicher, ob ich die Bankkarte dabei habe. Oder ob mein Mann diese hat. Ja, nein, ich habe sie dabei. Genau. Ja, sonst würde es auch noch montags genügen. Aber ich dachte, wenn ich schon unterwegs bin, gehe ich schnell auf die Bank. Genau. Ja. Okay. Ja, das Auto ist angesprungen. Ich hatte schon einen Schock. Ich dachte, das Auto geht nicht mehr. Genau. Alhamdulillah. Und das Geld war auch schon auf der Bank. Ja. Ja, ich kann nur hoffen, dass es heute so weitergeht. Es ist sehr neblig. Also man könnte meinen, es wäre November. Die ganze Woche war wunderschönes Wetter. Ja, mein Auto war ein paar Tage, habe ich es nicht gebraucht. Wahrscheinlich deswegen wollte er nicht direkt anspringen. Ja. Ich war mit dem Auto meines Mannes unterwegs diese Woche. Und genau. Es ist halt immer noch kalt in der Nacht, minus meistens. Im Moment ist es etwa 4 Grad. Ja, jetzt bin ich unterwegs, um einzukaufen. Ich muss noch ein paar Dinge für meine Schwester besorgen, meine Mutter und ja, die ganze Familie halt. Ich bin so der Einkaufsschlepper. Ja. Was will man machen? Halt Teamarbeit. Ich kaufe ein und mein Mann schaut, dass das Geld reinkommt und ich gebe es wieder aus. Genau. Ja, nein, so schlimm ist es nicht. Also ich gebe es ja nicht für mich alleine aus. Genau, für die ganze Familie. Heute Morgen habe ich etwas Lustiges gesehen in SRF Doc. Das ist so eine Sendung beim Schweizer Fernsehen. So, ja, eben eine Dokumentation und die haben auch einen YouTube-Kanal und dort haben sie vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, was religiöse Influencer auf den sozialen Medien zu suchen hätten, ob dies überhaupt, ja, ob die Menschen das überhaupt schauen möchten oder nicht oder wie das ist. Und dann ist ein Reporter, hat dann die Maimuna, die Schwester Maimuna, begleitet vom IZRS. Und danach ging er noch in eine Kirchgemeinde, ich denke evangelisch. Und dort war dann, weil es war eine Pfarrerin, also eine, ja, eine Pfarrerin. Das gibt es ja, glaube ich, nur bei den Evangelien, also bei den, ja, wir sagen hier Reformierten. Meine Mutter hat, das ist auch noch lustig, meine Mutter sagte, als wir zur Schule gingen, ich wusste nicht einmal, was wir sind, ob wir katholisch oder reformiert sind. Und dann hat die Lehrerin uns gefragt, ja,
es ist jetzt Religionsunterricht, das erste Mal, was wir denn seien, also ob wir katholisch oder reformiert sind. Und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte das Wort reformiert noch nie gehört, denn meine Eltern sagten dem nicht reformiert, sondern protestantisch. Und ich wusste nicht, dass protestantisch dasselbe wie reformiert heißt. Ja, und ich habe dann einfach einen ausgewählt. Ich dachte, ja, okay, dann nehme ich katholisch. Und dann bin ich in den katholischen Religionsunterricht. Ihr glaubt es nicht. Der erste Religionsunterricht hatte ich bei den Katholiken. Genau. Ja, es war wirklich witzig. Als ich dann nach Hause kam, habe ich das meiner Mutter erzählt. Und sie sagte, ja, ich wusste nicht, ich habe jetzt geparkt. Ich wusste nicht, welchen Religionsunterricht zu mir gehört. Ob ich jetzt mit den Katholiken in den Religionsunterricht gehen musste oder den Reformierten. Und meine Mutter so, das ist doch ganz klar, ich habe dir ja gesagt, wir sind protestantisch. Und ich so, ja, aber den protestantischen Religionsunterricht gab es gar nicht. Also, und dann sagte meine Mutter, nein, das ist reformiert. Ja, aber woher soll ich das denn wissen mit 7 Jahren? Also, tut mir leid. Protestantisch sagt, hat schon lange niemand mehr gesagt. Vielleicht irgendwie im Oberaargau oder ja, in anderen Kantonen. Jedoch bei uns war das nicht so bekannt, im Kanton Solothurn. Im Mittelland halt protestantisch. Genau. Ja, und dann musste ich es wieder wechseln. Ich musste dann der Lehrerin sagen, nein, ich habe einen Fehler gemacht, wir sind reformiert. Und dann kam ich in den reformierten Religionsunterricht. Genau. Der war jedoch nicht so lustig. Also bei den Katholiken hat es mir besser gefallen, denn die hatten eine Lehrerin. Ja, das ist auch noch witzig. Genau, die haben eine Lehrerin. Wir hatten einen Pfarrer und der war sehr böse. Also der hat der hat einen Knaben eine Ohrfeige gegeben. Ja, und er roch immer so stark nach, keine Ahnung. Als er schon reinkam ins Schulzimmer, wollte man erbrechen. Also nein, es war nichts Schönes. Ja, da hatte ich schon meine erste Religionskrise mit 7 Jahren, genau. Eben, und dieser Reporter dann von Doc SRF hat dann die beiden besucht. Also eben einmal hat er die Schwester Maimuna vom IZRS begleitet und einmal diese reformierte Pfarrerin. Und die sind beide ja sehr aktiv auf YouTube und in den sozialen Medien halt, Instagram und so. Ja. Ja, die Dokumentation war jetzt nichts Weltbewegendes. Sie hackten dann immer ein bisschen auf dem IZRS rum, natürlich wegen Terrorverdacht, Kaida und so weiter. Wie man es eben halt kennt. Und ja, aber ich fand es noch lustig, dass das überhaupt in Frage gestellt wird, ob Menschen in ihrem Feed religiöse Videos angezeigt werden. Also ob das überhaupt jemand anschaut oder nicht. Ja, weil halt eine große, ja, fast schon die Mehrheit, sage ich, halt zum Atheismus gezählt wird.
ist das heute schon etwas Außergewöhnliches, religiöse Influencer. Genau. Ja, sie denken, das gehöre halt noch in die Steinzeit. Egal jetzt welche Religion, ob Christentum, Islam, Judentum. Sie denken, religiöse Menschen sind nur noch die ganz Alten und dass das aussterben wird, Religiosität. Genau, ja, inshallah nicht. Und ich gehe jetzt einkaufen. Bis später. So, ich habe es geschafft. Einkäufe sind getätigt. Jetzt scheint die Sonne wieder. Keine Ahnung, ob ihr mich noch seht. Die Nase läuft ständig, die Augen überlaufen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie von der Kälte. Oh, es ist mühsam. Ich bin hier gerade in Olten. Ich musste Medikament holen für meine Schwester und Mutter. Genau, jetzt gehe ich noch schnell, ich glaube in den Coop in Dulliken, ein paar Sachen für meine Mutter besorgen. Genau, ja, ich stehe hier auf der großen Kreuzung in Olten. Das ist eine große Brücke. Sind alle Medikamente rausgefallen? Ja, wer schon mal in der Schweiz war, war sicher einmal in Olten. Das ist so ein, vor allem für die Bahnverkehr ist das ein Knotenpunkt in der Schweiz. Hier hat es schon ewig eine Baustelle. Wie ihr seht. Ja, langsam wird es besser, jedoch lässt es noch zu wünschen übrig. Okay, dann bis später. Das sind alles Medikamente für meine Mutter. Ja, halt einfach für Schmerzen, Bluthochdruck, für Zucker, dann noch Magnesium und das hier ist, ja, sind auch Schmerzmittel für meine Schwester. Genau. Ich bin jetzt wieder zu Hause und muss die Sachen reinbringen. Meine Schwester hat mir geschrieben, sie muss zum Zahnarzt. Ja, keine Ahnung. Jetzt war ich gerade in Olten. Und sie muss nach Olten hin zum Zahnarzt. Super. Und sie hat ja kein Auto. Das heißt, vielleicht muss ich nochmals gehen. Okay. Dann bis später. So. Okay, was? Minecraft braucht Internet. Ja. Okay. Es schafft. Also, zum Zahnarzt muss ich jetzt nicht mit meiner Schwester. Die hat einen Termin nächste Woche. Und meine komische Uhrzeit um 11.30 Uhr, dann kann ich nicht gut wegfahren. Denn Rahmuna kommt von der Schule. Genau. Darum geht jetzt meine Schwester mit dem Bus nach Olten. Ja, ich gehe jetzt noch schnell mit mit meiner Tochter. Was ist mit dem Gurt falsch? Sie hat Probleme mit dem Sicherheitsgurt. Nein. Doch. Nein. Doch. Er geht einfach nicht hin. gehen wir jetzt noch schnell Fleisch einkaufen. Junge, wieso ist der hinter meinem Kopf? Genau, denn wir hatten eine fleischlose Woche und ich dachte für das Wochenende
noch etwas besorgen. Genau. Ja. So gut ist hinter meinem Kopf zu sein. Also, Rahmuna hat Probleme mit dem Sicherheitsgurt. Nein, er ist jetzt drin. Ha, jetzt ist gut. Okay. Winnie Pooh. Ja. Also, bis später. Also, wir sind hier. Also, ich habe mir jetzt Lammkotelett, dann Wulebrust 2 Kilo, 1,5 Kilo Lammkotelett und 1 Kilo Hackfleisch, 99 Franken. Ja, Rahmuna hat sich eine Handgranate gekauft. Und noch Käse und Nana. So, hier sind noch Würstchen, Aufschnitt. Vielen Dank, Billy, für den würde ich mit meinem Nathan spielen. Also. Fortnite auf meinem. Wir müssen meine Mutter den Käse bringen. Nein, ich. Du. Bringst du der Großmutter den Käse? Nein. Bleibst du draußen? Warte. Kannst du mir helfen, dass das Ding irgendwie schätze ich, dass der Hammer. Verstanden? Ja. Aber du hast ja gar keine Bedau drauf. Wie willst du Fahrrad fahren ohne Pedale? Ja. Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt auf dem Friedhof. Habe eine Frühlingsschale, also nichts Großes, gekauft für meinen Vater. Genau, es sind zwei, ich weiß nicht, wie man bei euch sagt, Primeli. Ich zeige sie euch dann gerade. Ja, es ist heute Freitag und es ist ja auch empfohlen, am Freitag die Verstorbenen besuchen zu gehen. Genau, ich zeige euch die Blume. Ja. Ja, ich dachte etwas ein bisschen Frühlinghaftes. Genau, so. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das Grab aussieht meines Vaters. Ja, hier seht ihr das Grab meines Vaters. Das ist meine Schale jetzt. Ja, ich... Keine Ahnung. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, aber man kann gar noch nicht viel machen, denn es ist kein Wasser. Das Wasser ist noch abgestellt, da es gefriert in der Nacht. Ja, und vor den Pfingsten wird es dann werde ich alles neu machen. Darum denke ich, ja. Dass es so jetzt reicht bis im Früh, also bis ich es neu anpflanzen werde. Wenigstens eine Frühlingsblume. Genau. Die hier war mit Weihnachtskugeln. Die habe ich jetzt einfach rausgenommen und das Gesteck das Adventsgesteck auch. Ja, ich denke, so sollte es gehen. Vielleicht kaufe ich mir nochmals Steine. Ich finde das schön mit den Steinen. Jedoch sind viele untergegangen. Ja, weiße Steine wären vielleicht schöner. Muss mal schauen. Okay. So. Ja, die anderen Gräber sind auch noch nicht angepflanzt, also Frühling, Sommeranpflanzung kommt jetzt später. Jedoch gibt es ein paar Gräber, die haben auch schon Frühlingsblumen. Hier diese, das sind eben die kremierten Gräber. Also,
die Gräber wurden nicht kremiert, sondern die Menschen. Genau. Die haben auch schon ein paar Frühlingsblümchen. Ja, die Menschen warten immer nur, bis es Frühling wird. Bis alles wieder erwacht zum neuen Leben. Subhanallah. Aber es ist sonst ein schöner Friedhof. Hier sind auch, die sind halt alle kremiert worden. Ja, und ich wollte das halt nicht für meinen Vater. Ich wollte ein Erdgrab, eine Erdbestattung. Ja, manche aus der Familie konnten dies nicht begreifen. Ja, manche konnten das nicht ganz begreifen. Also aus der ferneren Verwandtschaft. Genau. Jedoch, ja, meine Schwester war auch dafür. Darum haben wir es dann getan. Bei meiner Mutter dann, ich weiß nicht, wie das wird. Inshallah lebt sie noch lange. Denn sie sagt immer, sie möchte kremiert werden. Ich habe ihr gesagt, ja, aber im christlichen Glauben ist das ja eigentlich auch verboten. Ja, aber das ist halt heute alles nicht mehr so ganz nach, wie soll man sagen, Scharia. Genau. So, ja, ich denke, ich beende hier mit diesem Vlog. Er war nicht besonders interessant. Genau. Also, ja, inshallah wird es noch interessantere Vlogs geben, genau. Ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, natürlich die ganze Familie, Konstellation und so weiter. Darum kann ich eben nicht immer vloggen. Und ja, aber ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und inshallah bis zum nächsten. Dann wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt gesund und munter natürlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und tschüss zusammen.